Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Wir werden heute auf ein YouTube-Video reagieren. Bis jetzt habe ich ja, wenn ich auf Videos reagiere, nur auf meine eigenen reagiert und das werde ich auch heute machen. Heute schaue ich mir ein Video an, das ich vor 5 Jahren gepostet habe, das auch fast 900.000 Aufrufe hat, also das sehr, sehr viele Leute angeschaut haben. Und ich damit wahrscheinlich auch viele Leute beeinflusst habe und damit wahrscheinlich auch einen Riesenschaden verursacht habe. Und zwar ist es das Video, ich hole heute endlich meinen Welpen ab. Es geht um das Video, wo ich Knödel vom Züchter gekauft habe. Da gibt es einiges dazu zu sagen, zu dem Video, denke ich. Und das schauen wir uns jetzt an. Für alle unter euch, die denken, dieses Thema sei sowieso kein Thema mehr, da liegt ihr leider falsch. Der Qualzuchtmarkt boomt leider und es gibt auch ganz, ganz aktuelle Videos von InfluencerInnen, die sich Qualzuchten kaufen und die Leute dabei mitnehmen. Also das ist ein aktuelles Thema. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös, weil ich natürlich weiß, was in dem Video so passiert. Ich habe es mir, seitdem ich es geschnitten habe, nicht mehr angeschaut, aber ich weiß ja, was passiert ist und ich weiß ja, was das alles mit sich gebracht hat und genau deswegen mache ich ja das Video und genau deswegen mache ich auch Videos zum Thema Qualzuchten, seitdem ich selber darüber mehr weiß, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich darüber aufkläre. Los! Da ist ein Fleck auf der Linse. It's not good, because you want to see everything show you. Englisch und Fleck. Jana! Jana, klar! Ah ja, übrigens, für alle, die meinen Kanal vielleicht noch nicht so lange verfolgen, ich mache ja schon seit 8 Jahren YouTube-Videos und ich habe in den letzten 5 Jahren eine extreme Entwicklung hin oder Veränderung halt einfach hinter mir und ja, es ist auch nicht nur interessant, dieses Thema, über das ich heute spreche, sondern auch, wie ich mich verändert habe. Crazy. Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Heute ist ein wunderbarer Tag. Ich liebe diesen Tag jetzt schon, obwohl er noch gar nicht angefangen hat, denn ich hole heute Knödel ab. Also ich werde heute meinen Hund abholen, mein Baby. Und ich habe hier auch schon einiges vorbereitet. Ich werde den in dieser Transportbox hier abholen. Und hier habe ich schon so sein Geschirr, was ihm auch viel zu groß sein wird. Dieses Geschirr, Leute, gebt euch das mal. Dieses Geschirr ist so groß wie meine Hand und das wird ihm zu groß sein am Anfang. Dann habe ich hier noch so Welpenunterlagen. Das hier, diese Welpenunterlagen, waren mein erster riesengroßer Fehler. Also ich dachte, ich habe mich sehr, sehr gut informiert zum Thema sich einen Hund holen. Ich habe mir auch davor voll viele Videos angeschaut, voll viel im Internet darüber gelesen und ich dachte, ich bin massiv gut darauf vorbereitet, mir einen Welpen zu holen. Ich habe dann auch geschaut, was rassetypisch für verschiedene Rassen ist und was da alles am besten zu mir passt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war ich einfach viel zu uninformiert und habe mich auch viel selbst belogen. Aber da geht es gleich noch drum. Ich wollte eigentlich was zu den Welpenunterlagen sagen. Die gehören eigentlich verboten. Keine Ahnung, für Hunde, die komplett schon alt sind und Probleme haben, ihre Ausscheidungen zu regulieren, ja, aber die sollten niemals Welpenunterlagen sein. Weil ich habe damit einen riesengroßen Fehler begangen. Generell, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich Knödel in mein Leben geholt habe, im 7. Bezirk in Wien gewohnt, also mitten in der Innenstadt in Wien, im 4. Stock, im Obergeschoss, also im Dachgeschoss, und hatte keinen Aufzug. Das heißt, der Weg von meiner Wohnung bis nach draußen, nicht mal zu einer Wiese, sondern einfach nur bis zum Asphalt, bis zu einer Wiese wäre es sowieso extrem weit gewesen, war so weit, dass es einfach fast unmöglich war, Knödel richtig stubenrein zu bekommen. Und ich habe dann eben diesen Fehler gemacht, diese Welpenunterlagen da zu holen. Und das ist ein großer Fehler gewesen, weil Hunde sich auf Unterlagen prägen. Das heißt, die lernen im Welpenalter, auf welchen Unterlagen sie sich erleichtern dürfen. Und dadurch, dass ich Knödel beigebracht habe, dass er das auf diesen Unterlagen da darf, hat er sich auf diesen Untergrund geprägt und sich daran gewöhnt, dann auch immer auf meine Teppiche zu urinieren. Ja, es hat einfach Jahre gedauert, bis Knödel dann stubenrein war. Generell in der Zeit in Wien habe ich das generell nicht 100% hinbekommen und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich dann hier hingezogen bin, einen Garten hatte und das alles
auflösen konnte, habe ich ihn stumm reinbekommen. Größter Fehler meines Lebens, also wenn ihr jemals einen Welpen in euer Leben lassen solltet, dann erstens mal bitte vom Tierheim und zweitens nehmt keine Welpenunterlagen. Dieses Stofftier hier, dann habe ich hier noch ein paar Leckerlis und so. Es ist jetzt 7 Uhr morgens oder so, ich werde jetzt dann erstmal nach Oberösterreich fahren zu meinen Eltern, weil ich den Hund aus Scherding hole. Das heißt, ich muss dann mit dem Auto von denen dorthin fahren, dann das Auto zurückbringen und dann mit dem Zug weiterfahren. Das heißt, es wird auch ein sehr aufregender Tag für Knödel werden. Es tut mir sehr leid für ihn, dass wir so lange fahren müssen. Aber das passiert ja nur einmal. Und bei meinen Eltern zu Hause wollen ihn auch einige Leute gleich mal sehen und so. I'm hyped as fuck. Ich freue mich so. Ja, das war auch ein großer Fehler. Also einem Welpen an dem Tag, an dem man ihn von seinem gewohnten Ort abholt, so aufregend zu gestalten, also ihn erstmal abholen, zu meinen Eltern zu bringen. Da sind ganz, ganz viele Leute, die ihn kennenlernen möchten. Am selben Tag dann noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich 2 Stunden nach Wien gefahren, dann noch mit der U-Bahn gefahren, bis ich dann zu Hause war. Also das war ein extrem zu viel aufregender Tag für Knödel. Auch der Weg zu meinen Eltern war von Scherding aus, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau, aber über 1 Stunde auf jeden Fall. Im Auto mit fremden Menschen. Ich habe auch noch eine Freundin mitgebracht. Das war einfach viel zu viel Aufregung an diesem einen Tag für ihn, was sich dann auch noch zeigen wird. Ich weiß zwar, dass Welpen besser auf Teppichen laufen können, aber ich habe hier jetzt in meinem Zimmer erstmal den Teppich weggegeben. Ich weiß auch nicht, ob ich noch den Schlafsack hier weggeben werde, weil Knödel ist ein Rüde, also ein Männchen. Das heißt, er markiert. Das heißt, er pisst alles an. Komisch auch, dass ich mir dazu Gedanken gemacht habe, den Teppich wegzuräumen, aber ihn dann auf diesen Hundeunterlagen prägen lasse. Der Coca-Cola-Kühlschrank. Ah ja. Ich hatte damals einen Jahresvertrag mit Coca-Cola. Crazy. Nicht so geil. Deswegen habe ich erstmal ein bisschen weggeräumt. Den habe ich jetzt hier liegen lassen. Mal schauen, wie das wird. Ja, wird scheiße. All deine Teppiche in Zukunft werden vollgepisst sein. Viel Spaß. Aber ich werde auch alle 2 Stunden rausgehen mit ihm. Und ja, ich weiß, dass meine Klamotten verknittert sind, aber ich bügel nicht. Okay. Ich sag immer, der Körper ist das beste Bügeleisen. Das heißt, im Laufe des Tages wird das schon. Schaut mal, Leute, diese Decke habe ich gehäkelt selber, als ich 15 oder so war oder 14, ich habe keinen Plan. Aber die werde ich jetzt mitnehmen und die dann bei Knödels Mama einreiben, damit sie nach ihm riecht. Diese Idee mit dieser Decke ist rein theoretisch keine schlechte Idee, aber im Endeffekt konnte ich das nicht machen, weil ich habe keine Ahnung, ob ich Knödels richtige Mama wirklich gesehen habe. Ich habe absolut keine Ahnung. Also mir wurde das gesagt, dass die da ist, aber ich weiß nicht, ob ich sie gesehen habe. Und deswegen konnte ich die Decke auch nicht einreiben. Ich habe mir übrigens schon Mühe gegeben damals, eine Züchterin zu finden, die auch im Züchterverband ist, die für mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat, die auch online zu finden ist, unter den besten Züchtern Österreichs, immer noch, also nach 5 Jahren. Und die auf ihrer Webseite stehen hatte, dass sie freiatmende, gesunde Hunde züchtet und die überhaupt keine Probleme haben, dass die mit allem kommen, was Hunde brauchen, dass sie seit ganz, ganz vielen Jahren züchtet, ich glaube jetzt mittlerweile seit 17 Jahren oder so. Und die hat für mich einfach einen super guten Eindruck gemacht. Als wir dann hingekommen sind, hätte mir schon einiges auffallen sollen, aber ich war im Vorhinein, also sie hat mir im Vorhinein ja Fotos geschickt und ich war einfach so verliebt, dass ich diese rosarote Brille auf hatte und so viel, was ich eigentlich hätte sehen sollen, nicht wahrgenommen habe. Und was mir im Nachhinein erst in den letzten Jahren alles so richtig aufgefallen ist und bewusst geworden ist, wo bei mir so die Red Flags wedeln hätten sollen. Hallo. Hallo. Bist du nervös? Nein. Ich freue mich auch. Warum seid ihr nervös?
So, wenn ich es gebären muss. So, wir sind jetzt angekommen. Wir holen jetzt Knödel ab, aber beim Reingehen werde ich jetzt nicht filmen. Also wir sehen uns beim Heimfahren, wenn ich ihn dann schon auf meinem Schoß habe. Ich freue mich so. Da hinten sind übrigens auch schon ein paar. Meine Mama hat sich total gefreut gleich. Da hätte ich auch schon sehen sollen bei den Hunden, die, also bei den erwachsenen Hunden, die wir da hinten schon gesehen haben, dass die nicht frei atmend sind, dass die extreme Probleme mit der Atmung haben, sehr stark grunzen und auch generell sonst vom Körperbau her einfach problematisch sind. Da, Jo, kommst du? Das ist eine Mama, die hat Zitzel. Wer bist du denn? Es könnte sein, dass das hier Knödels Mama ist, ich habe aber keine Ahnung, ob sie das ist. Aber hier zum Beispiel in dem Bild sieht man sehr, sehr gut die Brachycephalie, also die Kurzköpfigkeit von französischen Bulldoggen. Man sieht, dass die Schnauze richtig in den Kopf hineingedrückt ist, der Kopf ist rund und es fehlt einfach eine Schnauze, womit man gut atmen kann. Es fehlt so viel von den Atemgängen, ist so zusammengedrückt und der Hund kann deswegen nicht genug atmen. Hier sieht man es sehr, sehr gut auch an den Nasenlöchern. Das sind einfach nur zwei Schlitze. Das sollten eigentlich Löcher sein. Hier kommt nicht gut Luft rein und das ist alles andere als ein gesunder, sportlicher Hund. Ich habe ja auch schon mal ein YouTube-Video dazu gemacht, warum ich generell nie wieder einen Hund kaufen würde. Also generell nicht mehr zu ZüchterInnen und VermehrerInnen gehen würde, um Hunde mir zu kaufen, weil ich es einfach generell nicht mehr unterstützen würde, dass Hunde vermehrt werden, weil die ganzen Tierheime sowas von extrem voll sind mit Hunden, die alle ein Zuhause brauchen würden und es auch Blödsinn ist, dass zum Beispiel nur verhaltensauffällige Hunde im Tierheim sind oder nur alte Hunde im Tierheim sind. Das ist absoluter Blödsinn, die sind so überfüllt, auch mit Welpen. Ich war auch in den letzten Jahren vermehrt im Tierheim, beim Tierschutz Austria zum Beispiel war ich, weil ich zum Beispiel beim Tierschutzkalender mitgeshootet habe und so. Und ich habe immer wieder mal gefragt und geschaut und die haben Welpen da. Ja, also ich würde einfach generell nicht mehr unterstützen, dass Menschen Hunde züchten. Und schon gar nicht ZüchterInnen, die aktiv Qualzuchten züchten, die extreme gesundheitliche Probleme haben und die sich damit einen Haufen von Geld machen. Wie zum Beispiel die Person, bei der ich Knödel geholt habe. Was mich auch sehr, sehr traurig macht, ist, ich habe gestern reingeschaut und die scheint das Geschäft ihres Lebens zu machen. Hat auch ausgebaut in den letzten Jahren und es haben sich aber in den letzten Jahren sehr viel auch gemeldet bei mir von euch, die auch bei ihr sich einen Hund geholt haben und die genau die gleichen Probleme haben, wie Knödel das hat. Und erst gestern hat sich jemand bei mir gemeldet, die 2 Jahre nach mir sich einen Hund dort geholt hat. Und der hat immer noch genau dieselben Probleme, obwohl sie groß auf ihrer Website damit werben, dass sie rückzüchten, also dass sie wieder die Schnauzen größer züchten und schauen, dass die Hunde, die Rasse gesünder wird. Aber was ich da an Bildern gesehen habe, gestern von Hunden, die jetzt haben, spricht alles andere als das. Ja, es ist mir eigentlich nicht zu lachen zumute, sondern eher zu weinen. Leute, er schreckt nicht vor uns zurück. Bin gespannt. Ich hatte übrigens auch direkt ein Instagram für Knödel. Little Knödel, das hatte 50.000 Abonnenten. Also ja, ich hatte damit einen großen Einfluss. Und ich hoffe, dass nicht zu viele Leute sich damals ein Beispiel an mir genommen haben und wegen mir sich vielleicht auch eine Qualzucht geholt haben. Das unterschätzt man als Influencerin leider viel zu stark. Also auch wenn hier das Video vielleicht Leute schauen, die eine große Reichweite haben, denkt daran, viele Leute schauen sich das an und nehmen sich vielleicht ein Beispiel an euch. Kleine Baby. Und wenn er geht oder so, dann sieht es immer aus, als würde er lachen. Er sieht halt schon wirklich extrem süß aus. Ich habe mich ja auch direkt in ihn verliebt, so als ich die Fotos gesehen habe. Aber das ist ja auch genau das, worauf man hinzüchtet. Dass die besonders, besonders süß aussehen, weil man sie dann einfacher verkaufen kann und auch teurer vielleicht verkaufen kann. Es gibt ja mittlerweile immer noch perversere Rassen mit so extremen
Problemen, so diese Teacup-Hunde, die schon so klein sind wie ein Hamster oder sowas. Ja, und hier sieht man es, runder Kopf, große, ein bisschen hervorstehende Augen, nicht so große Schnauze, riesengroße Ohren, weil die natürlich auch besonders süß machen. Ich habe überhaupt schon darüber gesprochen, warum französische Bulldoggen Qualzuchten sind. Ja, sehr viel auf meinem Kanal, aber erstens mal die Brachycephalie, also die Kurzköpfigkeit, kleine Schnauze, bekommen sehr, sehr wenig Luft. Kleine Nasenlöcher, bekommen sehr, sehr wenig Luft. Knödel wurde auch im Laufe der Jahre zweimal operiert. Einmal die Nasenlöcher vergrößert und einmal wurde das Gaumensegel geöffnet, also verkürzt, sodass mehr Luft durchkommt. Hier sieht man Knödels Gaumensegel vor der Operation. Man sieht richtig, wie er sich bemüht, überhaupt Luft durch diese also durch dieses Loch zu bekommen. Das Loch hier sollte eigentlich permanent offen sein und nicht immer so schnappatmig auf und zugehen. Deswegen hat man das Gaumensegel dann verkürzt. Das zeige ich euch gleich. Und hier sieht man noch die Larynxtaschen, die auch viel zu groß sind und verkleinert werden müssen. Hier sieht man noch seine Luftröhre, die viel zu klein ist, aber da kann man halt, also zu eng ist, aber da kann man nichts ändern dran. Und so sieht das Ganze nach der Operation aus. Hier hat man schön den Gaumensegel gekürzt. Jetzt ist das eine Öffnung, die permanent offen ist. Dann die Ohren sind auch immer ein Problem. Große stehende Ohren, da sammelt sich sehr schnell viel Schmutz drin an. Muss man immer reinigen, weil die sonst sehr, sehr schnell zu Ohrenentzündungen neigen, weil die sich natürlich da auch selber nicht reinigen können. Haben halt da, also sind sehr, sehr, also französische Bulldoggen sind sehr, sehr anfällig für ständige Ohrenentzündungen, was auch bei Knödel leider der Fall ist. Er hat momentan sogar gerade durch die Ohrenentzündung eine Blutblase am Ohr, die behandelt werden muss. Genau, dann hatte er schon einen Bandscheibenvorfall. Ich glaube, da war er 1,5 Jahre alt. Das ist auch ein typisches französischen Bulldoggen-Problem, dass man an der Wirbelsäule Probleme hat. Generell auch der gesamte Körperbau. Französische Bulldoggen können generell ihre Körperhygiene nicht richtig selber durchführen. Da kommen auch die ganzen YouTube-Videos davon her, wo französische Bulldoggen so lustig an ihrem Popo dahin robben, die auch ich damals sehr, sehr süß und sehr, sehr lustig fand, aber eigentlich wollen die sich nur säubern und kommen nicht hinten ran, weil ihre Körper so falsch gezüchtet sind, dass sie sich nicht mehr selber putzen können. Auch typisch ist es, dass sie sich mit ihren Händen ihre Bauchnabel, Bäuche oder auch ihre Genitalien säubern und das dann auch für sehr viele Menschen sehr lustig aussieht und die das filmen und verbreiten im Internet und Leute halt glauben, das ist witzig. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur traurig und arm, weil die sich nicht selber säubern können und ja, Juckreiz haben oder genau. Und dann kommt auch noch dazu, dass er sehr viele Allergien hat. Das ist auch ein sehr typisches Frenchie-Thema, auch mit der Verdauung Probleme haben. Ja, Knödel hat so ziemlich auf alles eine Allergie, worauf man eine Allergie haben kann. Er muss auch jeden Tag Allergietabletten nehmen, damit er sich nicht blutig kratzt am ganzen Körper. Genau. Das waren mal so die grundlegenden Probleme in den letzten 5 Jahren bei Knödel und das sind die häufigsten französischen Bulldoggen-Probleme. Es gibt natürlich auch bei sehr vielen anderen Rassen sehr, sehr viele Probleme. Ich kann hier nur von den Problemen von französischen Bulldoggen und kurzköpfigen Hunden sprechen, weil ich damit Erfahrung gesammelt habe. Aber ja, mittlerweile sind ein Großteil der gezüchteten Rassen Qualzuchten. Ah ja, und weil wir ja jetzt hier weg sind schon im Video von der Züchterin, mir hätte auch eigentlich auffallen sollen, dass das komisch ist, dass bei ihr im Hintergarten ein riesengroßer Käfig stand, wo Affen drin waren und dass Knödel der einzige aus seinem Wurf war. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, dass ich halt den letzten aus seinem Wurf bekommen habe, aber sie hatte sehr, sehr viele junge Hunde, die verschiedene Farben hatten und Elterntiere habe ich auch nicht gesehen dazu. Und es hat auch extrem stark gerochen in dem Hof, also in dem Abteil, wo die Hunde waren. Aber ja, ich bin da halt hingegangen und habe die rosarote Brille aufgesetzt und dachte mir, oh mein Gott, so süß, so süß. Muss den mitnehmen und habe ihn dann mitgenommen. Für 2.000 Euro oder so, glaube ich. Und wenn die das halt die ganze Zeit macht, Hammer Geschäft. Hammer Geschäftsidee, oder? Kann man schon mal machen auf dem Leid von fühlenden Lebewesen basierend. Wenn er geht oder so, dann sieht es immer aus, als würde er lachen.
Man hat es auch hier schon gesehen, dass er entzündete Ohren hat. Einfach schon als kleines. Und nach einigen Tagen habe ich dann auch gemerkt, dass er blutenden Durchfall hatte. Und habe mich dann bei der Züchterin gemeldet und die meinte dann, das ist ganz normal in dem Alter, dass die Giardien, heißt das, dass die Giardien haben. Und die meinte dann, ich brauche gar nicht zum Tierarzt gehen und hat mir dann Medikamente geschickt, damit ich das behandeln kann. Genau, und das habe ich dann gemacht. Und in Wirklichkeit ist das nicht normal, dass man Welpen abholt und die blutenden Durchfall haben. Übrigens Leute, das Geschirr, das ich gekauft habe, ist nicht so groß. Es sitzt wie angegossen. Schaut Leute, ich habe auch Leute, die auch mal Tante spielen, wenn ich keine Zeit habe. Ja, und ich hatte tatsächlich auch in Wien mehrere Freundinnen, die auf Knödel aufpassen konnten, wenn ich mal irgendwo unterwegs war. Generell hatte ich ja ein Leben, wo ich einmal dahin und einmal dahin geflogen bin und ganze Zeit unterwegs war. Und da ist er dann immer zu Freundinnen zu mir gekommen, die teilweise in WGs gelebt haben oder die halt alle in irgendwelchen WGs gelebt haben. Und da, wo sehr viel Trubel war und er auch dort natürlich nicht stubenrein war, es war ein absolutes Durcheinander die ganze Zeit. Der Hund konnte sich an nichts gewöhnen, das war absolut nichts für ihn. Und ja, ich wusste es halt einfach nicht besser. Mittlerweile ist es ja alles ganz anders, also unser Leben ist ja viel, viel ruhiger geworden. Wir leben ja jetzt viel ländlicher, wir haben einen Garten, er kann ständig zu meinen Eltern jetzt, die auch einen großen Garten haben und zu Hause sind. Und er ist eigentlich so gut wie gar nicht in seinem Leben alleine. Tja, ich glaube, das ist nicht, das lebt nicht lange hier, das Nilpferd. Es wird gekillt von einem Raubtier. Hm? You're my lucky. Hey, los. Schatzi, nicht dies machen, nicht dies essen. Ist es schon? Was jetzt? Was erwartet ihr alle von mir? Was soll ich jetzt machen, ne? Warum schaut ihr mich alle an? Amen. Ach ja, und übrigens, dass die französischen Bulldoggen kein Schweif haben, das ist nicht kopiert, also nicht abgeschnitten bei der Geburt oder so, sondern die werden gezüchtet ohne Schweif, also die haben einfach keinen, ja, was halt auch mega scheiße ist, weil die natürlich ihren Gemütszustand durch ihren Schweif zeigen. Und das geht mit so einem kleinen Stummel natürlich sehr schwierig. Man sieht es zwar, wenn er zum Beispiel damit wackelt, aber er kann den nicht einklemmen, er kann nicht zeigen, dass er sich unwohl fühlt oder ja, seine ganze Körpersprache ist halt dadurch auch behindert. Schau mal, wer kommt denn da? Das ist der Onkel Armin. Der Onkel Armin kommt jetzt. Der ist Knödel. Ja, hallo. Schau, er mag die. Der Baskat war schon irgendwie cool, oder? Leute, wir sind jetzt erstmal bei meinen Eltern zu Hause. Meine Oma kommt jetzt dann auch gleich vorbei. Und dann chillen wir hier noch ein bisschen und dann geht's weiter nach Wien. Er soll sich jetzt erstmal beruhigen, jetzt bekommt er was zu trinken und so. Ja, Schatz, sie ist müde. Der hatte auch gleich von klein auf immer so einen extremen Blähbauch und Blähungen und die ganze Zeit gefurzt. Egal welches Futter ich ihm gegeben habe, ich habe auch so viel verschiedenes Futter natürlich ausprobiert, auch selber gekocht und so, weil er ja so viele Allergieprobleme hat und Verdauungsprobleme hat. Und egal, was ich ihm fütter in den letzten 5 Jahren und auch das Futter, das er jetzt bekommt, das er am besten verträgt, der hat immer Probleme mit seiner Verdauung und mit, na, Blähbauch jetzt nicht mehr, aber das hat er da früher extrem stark. Aber Furzen, was ja auch die Leute immer auf Instagram so lustig finden. Aber die Hunde damit einfach nur große Probleme haben. Ich glaube, er hat die Autofahrt richtig gut überstanden, besser als ich dachte. Also wird es im Zug auch kein Problem, ne? Jetzt will er aber schauen, was ist da, was gibt's da? Nödel! Na, das war höchste Zeit. Höchste Zeit. Ja, er furzt schon durchgehend. Er furzt die ganze Zeit, Mann. Richtig lustig. Er furzt die ganze Zeit.
Voll lustig. Schau mal, Oma. Oh, ich wollte jetzt sagen, wer sind denn die zwei? Das bin ich auch noch gar nicht bei meinen Haaren gesehen, ne? Ja, ich werde einfach verrückt. Hast du das überhaupt gewusst? Nein. Er hat sogar schon auf der Wiese Lulu gemacht. Nein, du bist der Frau. Und nicht im Auto. Na, du bist ja. Nein, im Auto hat er nicht. Ausnahmsweise, im Auto hat er nicht gemacht, ausnahmsweise. Hat sogar schon auf der Wiese gemacht. Es wäre vielleicht viel schlauer gewesen, einige Tage bei meinen Eltern zumindest zu bleiben, damit und vielleicht nicht auch gleich Leute einzuladen, weil da hätten wir nur eine Stunde Autofahrt gehabt und dann hätte der immer schon in die Wiese gehen können und sich auf die Wiese prägen können und dann hätte ich das Problem nicht gehabt mit dem Sauberwerden. Aber ja, ich musste ja gleich nach Wien weiterfahren. Oh je. Sieht man auf jeden Fall, dass er vom Wolf abstammt, oder? So brav. Also das hat ihn schon extrem fertig gemacht. Also man hat es schon gemerkt, da war es vielleicht noch in Ordnung, aber ich bin ja dann auch noch mit der U-Bahn gefahren. Und in diesem Körbchen da. Er hat da gut geschlafen, im Zug, aber später war es dann nicht mehr so cool. Scheiße, Scheiße. Scheiße, 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 im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind wirklich gerade 10 Minuten oder so, bevor wir angekommen wären und es ist nichts passiert. Und auf einmal scheißt er mitten in der U-Bahn in sein Ding rein. Schatzi! Schatzi! Es ist alles verteilt, er hat mir so leid getan, Leute. Ja. Knödel hatte mitten einen U-Bahn-Durchfall und musste dann halt in dem Ding bleiben, bis wir zu Hause waren. Aber gut, dass ich lustige Musik unterlegt habe. Stunden jetzt die ganze Fahrt und ich bin gerade gerannt. Ich werde den jetzt sauber machen. Lord Jesus, du stinkst. Du kannst ganz schön das Pfeffer aufsetzen, mein kleiner Mann. Scheiße, mein Schätzchen. Ja, der fragt sich halt auch die ganze Zeit, Alter, was ist hier los? Wo bin ich hier hingekommen? Hätte ich auch ein Handtuch zum Beispiel zumindest reinlegen können, dass er nicht so rumrutscht, aber ja, diese Situation ist schon nicht nice. Gut, dass jetzt Freundinnen zu mir zu Besuch kommen, weil dann kann ich mich duschen, während die auf ihn aufpassen. Ach, ich habe auch noch Freundinnen eingeladen an dem Abend. Chillig. Er ist jetzt wieder befreit von Scheiße, Leute. Und ich auch. Ich war auch gerade duschen. Lola hat aufgepasst. Jetzt kommt gleich Burger. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich glaube, man sieht seine Zunge, wie die da raussteht. Das ist, sieht sehr lustig aus. Aber auch das ist einfach nur ein Zeichen von der Kurzköpfigkeit, weil er hat keinen Platz für seine Zunge, weil das Maul nicht groß genug ist, um seine Zunge zu beherbergen und deswegen steht die halt raus. Und ich glaube, das war's jetzt für den ersten Vlog mal für heute. Wir spielen jetzt noch ein bisschen und dann schauen wir Love Island. Dann hoffe ich, dass er eine ruhige Nacht hat. Ich berichte euch wieder. Schaut bei Instagram vorbei, auch bei seinem Kanal. Und auf Instagram seid ihr immer auf der neuesten Schiene. Und dann sage ich noch, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und sage euch tschüss. Bis zum nächsten Video. Das Video ist jetzt vorbei. Drum schaut bei den anderen rein. Abonniert mich auf Twitter und Instagram. Dort gibt's bestimmt keinen Spam. Nur coole Fotos. Voll lustig, ich habe einfach das Zugangspasswort von meinem Twitter vergessen und deswegen habe ich kein Twitter. Ist mir aber ehrlich gesagt auch nicht abgegangen. Ja, Resümee von dem Ganzen.
ich will auch hier jetzt gar nicht shady sein oder so. Und ich weiß auch, dass ich da mit der Intention von Liebe rangegangen bin. Aber ich war einfach viel zu uninformiert und würde heute einfach ganz, ganz viel anders machen. Und deswegen auch dieses Video hier, um euch darüber aufzuklären und euch auch darum zu bitten, falls ihr einen Hund in euer Leben holen möchtet, dann holt euch einen Hund vom Tierschutz, vom Tierheim. Es gibt so, so viele Hunde da draußen, die eine für sie passende Unterkunft suchen, und wir müssen nicht VermehrerInnen und ZüchterInnen unterstützen, die immer noch mehr Hunde auf diese Welt bringen, die dann leiden müssen, mit denen sie dann ganz, ganz viel Geld machen, basierend darauf, dass andere Hunde im Tierheim bleiben müssen. Angebot, Nachfrage. Knödel. Knödel ist mit seinen 5 Jahren jetzt mittlerweile ja auch schon ein Mittelalter her. Ja, man hört ja auch jetzt noch, dass du grunzt und nicht so gut atmen kannst, aber schon um einiges besser als vor seinen OPs. Ja, ich lasse dich schon wieder in Ruhe. Bitteschön. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich verlinke euch unten in der Infobox noch andere Videos, die ich zu dem Thema gemacht habe. Schreibt mir natürlich unbedingt auch in die Kommentare, falls ihr mit dem Thema Erfahrungen gesammelt habt. Dann können wir uns da in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video.